Und das wird's wohl auch sein, man hört's schon. Bist du uff? Man hört schon das Nest. Autschen. Oh, ich bin überladen. Ja, geil. Schmeiß ich gleich das Ameisenfleisch raus, oder? Nee, ich esse es. Ha! Ich esse diese Viecher. Haben sie jetzt davon? Oh, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Versuch mal die Mitte zwischen links und rechts zu treffen, weil das meiste geht. Hey! Nö! Das wird zu simpel. Where is my Munition? Oh fuck, where is meine Munition? Ah! Oh! Meine Munition ist meine Waffe ist kaputt. Tut ja gar nicht weh. Ich spreche nochmal ab. Au. Aua. Easy. Jetzt sollte ich doch mal wieder vernünftige Waffe ausrüsten. Mehr Messer schon wieder. Ah, das ist noch eine Metallkiste. Please, aber ist leer. Okay. Okili dokili. Let's renn hier reinili. Tja.
Das ist wahrscheinlich ein anderes Ende. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte hier sterben? Das wäre voll Knocke. Aua. Oh, Munitionskiste, das ist immer gut. Ist ja nix. Oh, hi. Aha, aha. Huh, kommst du denn hier? Hey, hey, hey. So war das jetzt nicht geplant. Moin, Ruffy, ne? Was geht? Ich hab hier ein Problem. Ein kleines. Mehr oder weniger. Oh, fuck. Fuck! Ich bin vielleicht in die falsche Richtung gelaufen. Maybe. Das war jetzt ein bisschen dumm. Ach nee, ist ja kaputt. Die kämpfen gegeneinander. Oh ja, was ich hier mache. Oh, keine Ahnung. Ist auch immer noch was. Alter, man kann sich richtig verlaufen hier unten. Zigaretten. Noch mehr Minen, und das sind genau die Mengen an Minen, die ich jetzt verbraten habe, um hier zu sein. Noch mehr Schuss. Ah, reicht nicht. Ich brauche noch Level Up dafür. Dann könnte ich den Safe knacken. Warte mal, wenn ich das hier jetzt noch knacke, dann kriege ich auch nochmal Erfahrungspunkte. Fick dich! Nee! Wer ist hier der Boss? Nee! Hä? So nicht! Daily, wunderschön, was geht? Freust du dich schon auf den Urlaub? Du Verrückte, du. Eins. Dann ist das... Ah, vielleicht. Entschuldigen Sie bitte. Ist das der Zug zum Knusperhäuschen? Deli-Kaffee hat sich dem Kaffeeismus verschrieben. Jetzt kannst du nicht mehr in den Urlaub. Jetzt war's zu teuer. Vielen Dank für 25 Monate. Nee, 28. Sorry, wieso 25? 28, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Was geht, was geht, was geht? Ja, die Periode für dich. Oh, nur eins richtig. Because. Feeling? Sechs waren richtig, verdammt. Müsste mal packen.
Ja, dann los. Das ist Heavily. Wanting 4 richtig. Walking 5 richtig. Nochmal. Smarter. Eating 3. Wieso stelle ich mich gerade so an? Beeping! Okay, nur 2 korrekt. Rebuild hat nur 1, toll. Version 1. Between 0! Nourish 2. Bowling 4. Null. 3. Ich mach das jetzt gerade überhaupt nicht mit System. Also. Ich mache jetzt eines mit Ing, weil Ing ist oft. Nur ein Buchstabe ist falsch. Wanting. Easy. Oder man hat einfach mal Glück. Level up. Easy. Dietriche. Und Sprache noch hoch und Wissenschaft ein. Oh. Oh. Windhund für durchtriebenen Charme. Perfekt. Will ich haben. Können wir ja hier ran. Ja. Ist was wert. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Fallout-Feeling. Jetzt fühle ich mich richtig willkommen hier. Ich bin ready. So nämlich. Schön im Leoparden-Pyjama. Autsch. Ich sage es nur einmal. Her mit dem üblen Nachtzeug. Wer bist du? Wie wär's mit ein paar Kronkorken? Ich habe sie gewarnt. Ich frage nur einmal. Jetzt nehme ich es ihnen weg. Oh. Oh. Ah. Wer war das denn? Auf jeden Fall jemand, der nicht sehr gut mit Waffe umgehen kann. Würde ich mal sagen. Und es scheint sehr beliebt zu sein, was ich hier habe. Mach ich jetzt mal ab. Weiter geht's. Entschuldigung. Easy. Pack.
Nein, ich wollte es nicht mitnehmen. Egal. Hey, Daily. Was war denn das für ein Kracher? Wo kriegst du Geld? Oh, hier ist Brandis. Er hat es ein bisschen zerfetzt. Das ist ein Schlüssel. Brauche ich zwar nicht mehr, aber da ist ein Schlüssel. Chat, ich habe mich verlaufen. Habe ich das Gefühl. Da geht es auch nicht mehr weiter. Sie haben mich erschreckt. Sie dürfen sich wirklich nicht so an die Leute heranschleichen. Ich rechne doch nicht damit, dass da noch jemand ist. Was zum Teufel machen Sie hier unten? Na, dieselbe Frage könnte ich Ihnen ebenfalls stellen. Sie trampeln in einem sorgfältig ausbalancierten und höchst empfindlichen Forschungsgelände herum. Das ist doch dieser Lesko. Das nennt sie ein Labor? Ich habe diesen Raum als vorübergehende Zuflucht gewählt, um über meine fehlerhaften Zahlenreihen für meine Experimente nachzudenken. Es ist zwar ein wenig dunkel und feucht, aber solche Unannehmlichkeiten werden der Wissenschaft nicht im Wege stehen. Sollen wir mit dem Experiment beginnen und die Wand mit dem Hirn schmücken? Herrje, was für ein ungehobeltes Benehmen. Das bin ich. Unterstehen Sie sich, mir das anzutun. Ich habe weitaus wichtigere Dinge hier zu tun. Hoppla, das hat sich ja gereimt. Nee. Fantastisch. Tun ist... Das ist kein Reimen. Bitte unterlass dies. Ja. Ich hab Karma verloren. Wie sieht's denn aus? Abenteurer. Toll. Oh. Das brauche ich. Oder Schlüssel. Fünfzig. Ja, also der spielt auf jeden Fall mit Autos hier im Bett. Okay, alles klar. Oh, das kann man verkaufen. Ja, und jetzt? Mit Ihren Unterbrechungen stellen Sie meine Geduld auf die Probe. Wenn ich dadurch den kleinsten Fehler mache, sind meine Experimente im Eimer. Du bist gleich im Eimer. Was meinen Sie damit? Meine Experimente sind höchst kompliziert und können nur durch Wissenschaftler erklärt werden. Moment, ich bin ja Wissenschaftler. Fantastisch. Dann erklär das mal bitte meine für Daily, sie versteht's nicht. In der Verringerung der Körpergröße dieser insektoiden Kreaturen ist von größter Bedeutung. Ich beabsichtige, ihre enorme Größe generationsweise durch ein vor der Geburt verabreichtes Mutagen zu reduzieren. Ist das nicht raffiniert? Nein. Okay, wie wär's mit einer Erklärung für Daily? Lassen Sie mich mal sehen. Nun, ja, aber es geht um Biologie. Mit einer Generation sehr großer Ameisen. Man injiziert einfach ein künstliches Mutagen in die Eier der derzeitigen. Eier! Danach müsste die nächste Generation kleiner sein. Indem man das mehrmals wiederholt, müsste es gelingen, sie wieder auf ihre ursprüngliche winzige Größe zu bringen. Sind Sie sich bewusst, dass Ihre neuen Ameisen Feuer spucken? Tja, das ist in der Tat sehr beschämend. Ich habe mich bei meinen Mutagenen offenbar ein klein wenig verrechnet. Statt die Größe der Ameisen zu reduzieren, entwickelte die Brut nach dem Schlüpfen einen neuen Biomechanismus. Ich nenne ihre genetische Anomalie Pyrosis.
Die Fähigkeit, Flammen aus dem Körper heraus zu entfachen. Gar nicht gut, ne? Vielleicht kann ich diesen Fehler beheben, aber mir fehlt meine Ausrüstung. Ein Fehler? Es sind Menschen draufgegangen, let's go! Das ist ein geringer Preis, der für den Fortschritt der Wissenschaft bezahlt werden muss. Jetzt sterben ein paar Leute, aber später wird das verbesserte Mutagen noch viel mehr Menschen das Leben retten. So muss das eben sein. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren, besteht darin, das Mutagen zu modifizieren. Ich muss an mein Terminal. Ich kann nicht helfen. Da Sie mir Ihre Hilfe anbieten, erlauben Sie mir bitte, die ganze Sache ausführlich zu erklären. Mein tragbares Terminal ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Warum töten Sie die Königin nicht einfach und basta? Wenn ich das täte, gingen die Daten von Monaten verloren. Nein, nein, der Königin darf kein einziges Haar gekrümmt werden. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Wie soll das bitte das Chaos rückgängig machen, das Sie verursacht haben? Ich habe die Ausrüstung an mein tragbares Terminal angeschlossen, um einen sogenannten Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten sich die Ameisen gegenseitig. So, mehr gibt es nicht. Was meinen Sie? Ja, was für ein Lappen. Schwere Aufgabe, Doc. Mir fehlt da noch der nötige Motivationsschub. Ja, ich schätze, Sie haben recht. Die Wissenschaft muss lernen, hohe Ansprüche hinzunehmen, um Fortschritte zu machen. Dann her mit der Kohle. Ich wollte Ihnen nur einen meiner Mutagen-Bio-Verstärker anbieten, aber ich glaube, ich könnte den Einsatz erhöhen. Ich belohne Sie zusätzlich mit meinem alten Laborkittel. Er hat mir lange gute Dienste erwiesen und wird Ihnen bei Ihren eigenen Experimenten helfen. Hä? Mutagen-Bio. Was bitte? Es ist mir gelungen, einige der Feuerameisen-Gene zu isolieren und sie zu genetischen Verstärkern zu destillieren, die für Menschen geeignet sind. Ich kann Ihnen eine dieser Formeln injizieren, um entweder Ihre Stärke oder Ihre Wahrnehmung zu verbessern. Darüber hinaus werden Sie auch noch widerstandsfähiger gegen Feuer sein. Fantastisch! Gene destillieren, dachte ich mir auch gerade so. Ist klar. Wir haben nicht wirklich gut recherchiert. Wenn es die Ameisen daran hindert, Graditch niederzubrennen, bin ich dabei. Sie machen mit? Fantastisch! Seien Sie vorsichtig, mein Freund. Die Wächter des Nests können sehr gefährlich sein. Ja, hast du Munition für mich? Meine Arbeit ist getan. Versuchen Sie bitte nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie haben die Brutstätte ja noch nicht einmal betreten. Woher willst du das wissen? Ich glaube, Sie haben eine Arbeit zu verrichten, nicht wahr? Oh, let's go. Chill mal, Bro. Wir sind Freunde. Hui! Und wir sind hui! Speicher mal. Ohne Munition da rein, ist klar. Das kann ja richtig eiter werden. Komm zu dir! Fuck! Moin, DJ Trainer. Nee, das geht. I'm dead. Aber ich will die ganze Zeit 1 drücken für die Waffe, ne? Jetzt gehen wir wieder weg. Das Ding ist hinüber. Immer wieder die Pistole. Jetzt von der Decke oder was?
Autsch. Ein Wunderkleber, ein Wunderkleber. Oh fuck. Was ist denn da jetzt passiert? Okay. Bei Giaule stört mir den beim Schlafen. Ich bin Merlin und kann nicht schlafen. Oh, ist das entzündlich? Ja, ist es. Scheiße. Fuck, das tut ja weh. Das ist ja ein guter Trick. Ich glaube, den sollte ich öfter nutzen. Aua. Ach ja. Ich kann ja mit Blut jetzt heilen. Stimmt. Ich bin jetzt ein Vampir. Weiche. Hier war ich schon mal, hier bin ich nicht weitergelaufen, okay. Ey, nix Rampe! Ich glaube, jetzt kommen wir in den Hauptraum. Ich glaube, jetzt wird's richtig eklig hier. Hier könnte man auch nochmal entzünden. Ich glaube, von da kam ich. Ja. Bin ich links gegangen statt rechts. Okay. Es fügt sich so langsam zusammen. Was soll ich denn noch alles machen? Ich hab doch nichts mehr. Das war schon mal gut. Aua. Da geht's dann auch nochmal weiter. Landsport. Ja, geh mal beiseite. Danke. Letzte Aufzeichnung. Wenn Sie dieses Band abhören, klebt mein Hirn irgendwo an einer Wand. Und Sie haben eine Aufgabe zu erledigen. Sie müssen das Paket besorgen und es sicher zu Ronald Raren in Gördershade bringen. Sagen Sie ihm, dass Grady Sie schickt. Für das Paket brauchen Sie den Schlüssel. Ich habe ihn in einem Löschschlauchkasten in einem Wartungsschrank der Metrostation Marigold versteckt. Der Schlüssel öffnet den Safe mit dem Paket. Suchen Sie nach dem Raum mit dem Drehlicht. Sie können ihn nicht verfehlen. Viel Glück und hoffentlich bleiben Sie unentdeckt. Okay. Hat nichts mit der Mission zu tun. Ein Wunder, dass ich überhaupt schon noch lebe hier. Also, bin ich mal early.
Scheiße! Wir sind wieder am Anfang. Ich hab mich verlaufen. Ja, fick doch die Henne. Wo ist denn jetzt das Nest? Da geht sie wieder zu dem Typen zurück. Jetzt habe ich einen neuen Raum entdeckt. Okay. Lass die Henne in Ruhe. Nee! Die Henne. Oh, Selbstschlüssel. Die Henne muss jetzt durch. Sag, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Verdammt! Verdammt, ich knack dich! Ich knack dich nicht! Verdammt, ich loot dich! Ich loot dich nicht! So, da ist der Typi. Da ging es auch nicht ins Nest. Ist nichts, da ist nichts. Jetzt auch nicht mehr weiter. Ich glaube, da gab es ja noch eine Abzweigung. Ja gut, hier geht's erstmal wieder raus. Werde ich auch mal ganz kurz wegen Schnellreisepunkt. Rose Church. Scheiße, hier wird gekämpft. Ich gehe da mal wieder. Scheiße, die schießen auf mich. Geh da mal wieder. Hui. Machen Sie nicht diesen. Aber jetzt komme ich doch wieder hier raus. Das ist schon wieder der Anfang. Wie geht's da weiter? Nee. 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 Da unten ist die. Warte mal. Ich sollte vielleicht mal nach der Karte gehen. So, das ist der große Raum. Ich war schon ganz in der Nähe und bin dann ganz anders abgebogen. Nochmal.
So, da geht's ja nicht durch. Also dann hier unten. Nochmal entlang. Und zwar rechts. Zu dem Typen. Ja, genau. irgendwo was übersehen. Rein. Ein wunderschönes Lord Helmchen, ne? Alles fresh bei dir? Ach, warte mal. Das war die verschlossene Tür bei ihm. Hat er die jetzt aufgesperrt? Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Oh! Chat, ich bin richtig dumm. Bin voll müde. Gar nichts frisch. War schon auf der Couch eingepennt. Was? Ja gut, ist auch schon 22 Uhr. Ja, dann guten Morgen. Wir jagen jetzt Ameisen. Wir gehen jetzt in die Brutstätte. Ich freue mich so sehr. Ameisenmüll. Ist ein Waffen drin. Nice. Echter. Ich hoffe, du hast genug Ameisenköder eingepackt. Ja, scheinbar schon. Die wollen mich vernaschen. Ich bin jetzt Psycho. Zwei Steampacks. Weiter. Die ganzen Wächter muss ich killen. Geht das zwar schon besser. Aber trotzdem mal speichern. Vielleicht die Waffe wechseln. Die 10mm Pistole. Nee, 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 nee. Komm hier raus. Sonst spiele ich nicht mit dir. Fest. Nein! Woo. 11 Schuss nur noch. Toll. Könnt ihr mir nicht helfen? Sturmgewehr. Das Ding ist kaputt. Flammenwerfer hätte ich noch, aber ist auch was kaputt. Ah, ich habe kaum Munition noch. Scheiße.
Das ist die Königin. Die wollen wir nicht töten. Ich wollte gerade reinlaufen, aber nein, wir gehen da mal zurück zu Dr. Lesko. Nein, nein. Meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Naja, was wohl? Meine Arbeit ist getan. Nee, was wissen Sie über Brian Bird? Er ist viel zu neugierig. Er hat mir seine endlosen Fragen oft ausgerechnet dann gestellt, wenn ich völlig in meine Berechnungen versunken war. Er hat keinen Respekt vor meiner Arbeit. Das ist schwierig, du. Sie haben sein... Nee, können Sie für den Tod seines Vaters nicht die Verantwortung übernehmen? Alle Wissenschaftler übernehmen die Verantwortung für ihre Fehlschläge, denn das bringt dieser Beruf nun einmal mit sich. Ich werde diese Experimente zu Ende führen, ohne mich auf das Podest der moralischen Unanfechtbarkeit zu stellen. Wenn ich es mir erlaube, mich von Gefühlen beeinflussen zu lassen, ist alle Zeit und Mühe, die ich aufgewendet habe, sinnlos gewesen. Bla bla bla. Sie hätten ihm zumindest sagen können, dass sie leben. Er dachte, er wäre allein. Ich kann es nicht riskieren, diesen Ort zu verlassen. Ich muss die Brutstätte ständig Moin, auf Janus, weitere Mutationen ne? in der nächsten Brut überwachen. Ich habe keine Zeit für Kinder und ihre kleinen Spiele. Was wissen die denn überhaupt von der Bedeutung meiner Arbeit? Kennen Sie nicht, dass Sie sein ganzes Leben zerstört haben? Sie haben Ihre Ideale und ich habe meine. Ich bin hier unten, um meine Experimente um jeden Preis zu Ende zu führen. Wenn das heißt, dass wenige Leben geopfert werden müssen, um ganze zukünftige Generationen zu retten, dann ist das ein geringer Preis. Jo, läuft. Nice. So muss das. Ja. So muss das, obwohl noch nicht Wochenende ist. Arbeit ist getan. Oh, fantastisch. Was ist eigentlich passiert? Boom, boom. Machen Sie bang, schon. Bang. Je schneller Sie es mir erzählen, desto schneller kann ich Ihnen den versprochenen Lohn für Ihre Dienste geben. Ich habe alle Nestwächter getötet. Ich werde mich also sofort an mein tragbares Terminal setzen und die notwendigen Änderungen an der Formel vornehmen. Ich danke Ihnen vielmals für alles. Sie waren ein recht nützlicher Laborassistent. Ich bin bereit. Fantastisch. Hier ist der versprochene Laborkittel. Ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen sehr nützlich sein wird. Welche Injektion möchten Sie denn haben? Soll es die mit der Ameisensicht oder die mit der Ameisenmacht sein? Macht. Fantastisch. Ich werde Ihnen also die Ameisenmacht injizieren. Halten Sie bitte still. Passend hat Psycho nachgelassen. So, Sie haben jetzt die Stärke und Feuerresistenz der Graded Feuerameisen. Ihre Stärke ist um einen Punkt höher und Sie sind zu 25 Ecken Feuer immun. Okay, alles klar.